Jo, hi, zurück zu Dying Light. Ich stehe hier vor diesem Umspannwerk, das eine zumindest. Dann gucken wir mal, wie es so läuft. Brennstoffbehälter in der Nähe. Mach mal auf. Das wird nichts. Ja. Hey, Sie da. Haben Sie hier irgendwelche Anzeichen von Abtrünnigen gesehen? Nein. Muss los. Sehen Sie, Private? Jetzt beruhigen Sie sich und lassen Sie Erklot denken. Was gibt's da zu denken? Warum können wir nicht zur Basis zurück? Wer zum Teufel sind Sie überhaupt? Jemand, der Hilfe anbietet. Ich schaue mir an, was mit dem Strom passiert ist. Wissen Sie noch mehr darüber? Das sind streng geheime Militärinformationen. Wir wollen rausfinden, wie wir da oben hinkommen. Erzählen Sie ihm doch gleich alles, warum auch nicht. Jedes kleine Detail. Was ist denn das große Geheimnis, hä? Wir müssen dieses Stück Scheiße zum Laufen bekommen. Das ist alles. Mein Kollege vereinfacht die Dinge zwar viel zu sehr, aber grundsätzlich hat er recht. Es gibt offensichtlich Zeichen dafür, dass der Strom wieder fließt. Das hier ist ein Umspannwerk. Zusammen mit anderen kann es den Strom in die ganze Stadt übertragen. Wir haben Befehle, dieses Gebäude wieder funktionsfähig zu machen. Heißt also, es wieder einschalten. Leider ist der Zugang ohne eine richtige Kletterausrüstung extrem limitiert. Ich kann da ohne die Ausrüstung hoch. Was würdest du machen? Du würdest den Peacekeepern einen unschätzbaren Gefallen. Hey, ihr uniformierten Schwachköpfe! Der Strom macht die ganzen Motten munter. Die sind ganz wild darauf, dass wir sie abfackeln. Was hat er da gesagt? Ich glaube, es ging um seine Mutter. Und eine Ziege. PK-Deppen! Wir nehmen sehr den nice. Strom gerne. Ja. Vielen Dank auch. Tötet sie! Warum mich denn noch nicht? Also ich hau ab. So, wir können natürlich hier irgendwie rauf, oder? Und dann darüber vielleicht. Okay. Ah, können wir drauf laufen? Okay, jetzt die große Frage, wie das funktionieren soll. Also, okay. Ranspringen und dann rüber, oder? Okay. Wir sind da hart am Kämpfen, die Jungs. So, Ideen. Ich hätte jetzt gedacht, hier kommen wir irgendwie rein. Haben wir keine Pfeile? Und wir können auch keine bauen oder was? Okay. Okay, müssen wir sie also wegschnetzeln. Na gut, ich probier's mal. Wie gefällt dir jetzt? Nicht so gut gefällt es mir. Schlitz ihn auf! Das sind alles Brüder, ne? Total. Okay, sehr gut. Also probieren wir es nochmal. Quatschen wir mit ihm noch. Sag mal, Kumpel, wer hat dir beigebracht, so zu kämpfen? Ich bin Aiden. Ich bin Aiden. Hey Jungs, kennt ihr den? Was sagte die Kugel zum Mann, der erschossen wurde?
Nur auf der Durchreise? Ja! Du hast ihn mit einer Machete die Glieder abgetrennt, Nitav. Das ist streng genommen eine Nahkampfwaffe. Wohingegen Kugeln Ich freue mich auch, dass es dir gut geht. Dein Freund hatte weniger Glück. Ja, neuerdings senden sie die Leute direkt aus einem echt kurzen Bootcamp. Oder ganz ohne Training. Rekruten. In den Augen der Kommandozentrale Kanonenfutter. Das reicht, Nitav. Hüte deine Zunge. So. Klar, schon gut. Quatsch nicht so viel, also, lass uns das Ding klar machen. Willst du immer noch da hochklettern? Mhm. Nicht umsonst, natürlich. Wir entlohnen Spezialisten angemessen. Na, ist die beste Zeit dafür. Wenn du da oben irgendwelche Hilfe brauchst, sag einfach über Funk Bescheid. Eglot kennt sich mit Elektronik aus. Allerdings kann ich von hier nicht abschätzen, wie stark der Apparat beschädigt ist. Eglot steht auf Elektronik. Na gut, so. Jetzt also, ist der geeignete Zeitpunkt, so, um die Operation auszuführen. Ja, Chef. Also ich denke, dass wir hier rauf müssen und dann trotzdem darüber. Mal gucken, ob sich das jetzt irgendwie relativiert. Oder wir müssen ganz darüber. Da geht's aber irgendwie nicht rauf, ne? Eben hat es so schön geklappt. Acht Jahre später. So, komm. Oh. Sie kaputt. Okay, danke. Ich bin drin. Wie sieht das aus? Ja, da hatte es jemand sehr eilig, als sie es vom Netz genommen haben. Ich würde vermuten, dass der Hauptstromkreis zusammengebrochen ist. Such ein Kabel und verbinde die Stromquelle mit dem Transmitter. Das sollte den Stromkreis wiederherstellen. Ich gucke erstmal, wie noch ein paar Zigaretten sind. So, that's it, ne? Okay. Kann eigentlich einfach runterjumpen, oder? Aiden, melde dich. Ja, ich bin oben auf dem Umspannwerk. Versuche den Strom an den Transmitter anzuschließen. Das war hier drin wirklich kein Spaziergang. Bist du sicher, dass du es schaffst? Ich habe ein paar PKs getroffen, die es nicht selbst zum Umspannwerk geschafft haben. Also deshalb meldest du dich nicht. Du solltest sie sehen. Keine Ahnung, welchen von ihnen ich lieber mag. Du weißt schon, dass du das bereuen wirst, oder? Die Peacekeeper. Sie sind ganz in Ordnung. Aber aus reiner Herzensgüte helfen sie dir nicht. Ohne sie wüsste ich nicht, was ich hier tun sollte. Außerdem, sie sind da unten und ich bin hier oben. Schwere Entscheidung, was? Ich würde sie ihnen nicht geben. Ich meine, zur Hölle mit ihnen. Die haben ihre eigenen Leute. Und was ist mit den freien Menschen? Jemand sollte auf ihrer Seite stehen. Wer, wenn nicht Leute wie wir? Ich denke drüber nach. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Schlafmütze. Was?
Ich bin hier schon fertig und du, Kaspar, da drüben noch rum. Immer im Wettstreit, ha? Kurzes Kabel. Mano. Oh nein, ich habe das Kabel losgelassen. Affe. Halt. Kannst du runter? Oh Junge. Block. Eins und wen können wir noch verbinden? Was da unten oder was? So, was ist das für eine Tür? Was bringt das? Wir werden es gleich wissen. Das ist Nummer 3. Warum wundert mich das nicht? So, also warum kann ich hier durchkrabbeln? Sind die am Rauchen, Junge. So, was mit dir hier, mein Freund? Oh, du hast das hinter dir. So, mal aufmachen. So, können wir hier irgendetwas mit irgendjemandem verbinden? Nö, eigentlich nicht. Upsi. Was kann mir das gebracht haben? Ich kann es noch nicht sagen. Also 3 wäre natürlich nice, wenn man das mit irgendwie... Okay. Hier wird garantiert nicht. Also und dann da rüber oder was? Und dann da anschließen? Können wir natürlich mal probieren, ne? So lange ist das Kabel ja noch nicht. Wo steht's da? Treibstoffbehälter in der Nähe. So lange ist das Kabel doch. So, 2 von 3 und wo ist das zweite? Muss er dann irgendwo oben sein, oder was? Ach, mal gucken.
das wäre jetzt auch noch geiler gewesen. Cool. Wodka. So, da ist hier nix. So, also ich sag mal irgendwo weiter oben, oder? Da ist die eine Nummer 2 und da drüben ist die andere Nummer 2, okay. Okay, so eigentlich geht's dann doch nicht. Oh, immer noch. Lass mal los. Völlig überflüssig. So, aber hier bringt uns ja eigentlich nichts. Habe ich das Kabel noch am Start? Ja. Das hindert mich ein bisschen. Okay, komm, nicht an den Stühlen hängen bleiben, ihr Affen. Mann, geh weg da. Okay. Kabel loslassen. Flop. Lass uns kurz mal gucken, wie die andere Station unten aussieht, weil... Wer raucht denn so viel, Leute? Hat er schon mal gesagt, ne? Also hier drüben ankommen und dann da rüber springen, oder? Also sie fallen lassen. Achso, und dann hier reingehen. So vielleicht. Das wäre doch easy. So machen wir das mal, oder? Ich kann aber hier langlaufen. Das geht auch. Aber ich glaube, das Kabel ist kurz. Habe es eingesteckt. Was jetzt? Aktiviere die Steuereinheit. Die ist im Kontrollraum. Schon unterwegs. Deine Hilfe ist ein wichtiger Beitrag, diese Stadt sicherer zu machen. Okay. Ich wollte das nur sagen, damit du dich geschätzt fühlst. Und damit du verstehst, wie wichtig das ist. Okay. Na dann. Vielen Dank. Ja, und wo ist er? Ist er hier auch drin? Mal gucken. Nur am Rauchen, ne? Sorry. Oh, hier ist kein Hemmstoffbehälter.
Nehmen wir den so lange, oder? Fresh. So, und das Ding können wir aufmachen. Okay, nice, ne? Das soll reichen. Oh, da oben kann man auch noch irgendwie rein. Oh, Junge, wo springst du denn runter? Macht ja mal keinen Sinn. Oh, komme ich jetzt überhaupt wieder rauf mit dem... mit ohne Fahrstuhl? Oh, hä? Nicht so schlau, ne? Mal gucken. Da waren wir drin, aber da ganz oben, wie komme ich da hin? Hier rüber krabbeln oder was? Na. Das klappt schon mal nicht. Darüber schwingen. Krass. Nicht, dass wir hier schon mal waren. Zeigt immer gern gesehen Turnschuhe. Guck dir das an. Voll die Rotz-Turnschuhe. Okay. Aber wie war ich denn vorhin hergekommen? Auch so hoch gesprungen? Okay. Hatte ich hier denn nochmal rumgeguckt? Ja, ne? Ja. Oh. Jawohl, sehr dunkel. So, das muss aber mal gut sein, oder? Okay, wie komme ich denn hier rauf? Auch sehr interessant. Habe ich total übersehen, oder? Nö. Man kann hier die Tür aufmachen. Cool, das ist dann jetzt die Tür für ganz oben. Okay, also alles cool. Das gute Umspannwerk. So, wie kommen wir da runter? Einfach runterfallen lassen, alles. Und dann nochmal raufspringen, oder? Ja, und dann nochmal raufspringen, aber richtig. Okay, let's go. Airbags. Kann ich mir was aussuchen oder muss man das der Reihe nachmachen? Gar nicht übel. Nicht übel. Stimmt, Zettler. Lass mich raten. Sogar optimal.
Hier ist eine Bezahlung. Man hat jetzt doch das Ding gekriegt. Okay, ich wollte ja eigentlich. Es war mir eine Freude, mit dir zusammenzuarbeiten. Aiden. Ebenso. Passt gut auf euch auf. Nö, das war doch nicht so geil, weil ich wollte die Armbrust. Sauer auf mich? Nein, deine Entscheidung. Und ich verstehe warum. Aber ich selbst, ich bin in allen Belangen für die freien Menschen. Es gibt noch viel mehr Umspannwerke. Wenn wir sie alle zum Laufen kriegen könnten. Können wir zuerst zum Fischauge und. Ja, klar. Treffen wir uns in der Kantine. Ich warte dort auf dich. Okay, sehr fresh. Gut. Fischauge? Naja, wir werden es finden. Also, mehr gibt's beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.